verivox.de. Da sparen Sie mit Sicherheit. Samsung hat heute das Galaxy Note 5 vorgestellt und das ist natürlich ganz klar das hier auf der rechten Seite, weil hier, das ist das Note 4 mit dieser Kunstlederrückseite. Ihr erinnert euch bestimmt noch, jetzt also Vollmetall. Ist natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also ich halte mich hier wirklich am Putzen, muss ich sagen, weil man halt jeden Fingerabdruck sofort sieht. Und auch wenn das Design natürlich stark ans S6 und S6 Edge angelehnt ist, muss man natürlich auch die Nachteile sehen. Denn es ist ja ganz klar, ich kann hier nichts mehr abhebeln. Erinnert euch beim Note 4, da konnte man ja die Rückseite noch öffnen. Wo war der Griff hier nämlich? Und den Akku austauschen. Außerdem habe ich ja hier noch einen MicroSD-Slot. Alles das fällt, wie man es wie gesagt vom S6 her kennt, beim Note 5 weg. Also die Modelle bei Samsung, die nähern sich nun definitiv an. Deswegen 32 oder 64 GB interner Speicher beim Note dürften dann wahrscheinlich die meisten zu 64 tendieren. Ob da noch mal 128 GB nachkommen, konnte man mir momentan nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, aber die Frage ist halt immer wann. Nochmal kurz zum Akku, ist jetzt 3000 statt 3220 mAh, also ein kleines bisschen weniger. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht mehr der Snapdragon 805 als Prozessor verbaut, sondern der hauseigene Exynos 7420, also 8 Kerne, 4 davon mit 2,1, 4 mit 1,5 GHz, genau das Ding vom S6. Auch da merkt man schon, es sind jetzt mehr oder weniger Designvarianten mit Stylus, ohne Stylus, mit diesen entsprechenden Funktionen oder nicht. Zum Thema Multimedia muss ich noch ganz kurz was sagen. Ihr wisst, wir hatten ja hier auch schon 16 Megapixel optischen Image-Stabilisator, also Bildstabilisierer. Das ist auch soweit alles geblieben. Jetzt kommt allerdings noch hinzu ein neues Samsung-eigenes Software-System, das die digitalen Stabilisierer noch mal optimieren soll. Nennt sich Video Digital Image Stabilizer. Und diese Kombination aus optisch und eben halt dieser neuen Software soll hier noch mal die Bildqualität von Fotos und Videos erhöhen. Vor allen Dingen muss man natürlich auch sagen, die Software kommt auch hier bei der Frontlinse mit 5 Megapixel zum Einsatz. Da ist natürlich jetzt kein optischer Stabilisierer hinter. Außerdem sollen dann noch Audioqualitäten erhöht worden sein. Also wenn ich beispielsweise einen normalen MP3-File hochlade, dass man dann anschließend quasi Studioqualität, das hochskaliert bekommt, hier an der Audiobuchse da unten. Das heißt also, wir reden da wirklich über 192 kHz bei 24 Bit. Das ist schon mal was Ordentliches. Da bin ich schon mal auf den Hörtest gespannt. Wann der stattfinden wird, das ist natürlich jetzt die große Preisfrage, denn das Note 5 soll zwar ab August verfügbar sein, allerdings jetzt erstmal nicht in Europa. Wird natürlich irgendwann kommen. Ich glaube nicht, dass sich Samsung Europa als Markt jetzt entgehen lässt. Die Frage ist nur, wann. Und da konnte ich jetzt auch nicht mal eine Andeutung Samsung entlocken. Genauso wenig wie zum Preis. Das heißt, da wird dann anschließend der Preis nochmal zum späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das soll es auch schon gewesen sein als erster kurzer Eindruck vom Samsung Galaxy Note 5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Verivox.de. Da sparen Sie mit Sicherheit.